Live here, we have Donald Trump on the phone, and here he is, Donald Trump, live from, where are you at the moment? I would say Florida, right? At your home at Mar-a-Lago? Yeah, but hold on. Did you see that news? It says Biden on brink of win, waiting only for Pennsylvania, which is now, I think they're about to overtake you in Pennsylvania, right? I mean, it looks like it. I mean, just look at the TV. I mean, it looks like really bad for you. This doesn't look like Mar-a-Lago. You know what this is? This is one of the planes the Americans flew over Berlin during the war or after. And I think they dropped. Oh, you're back here. Yeah? Hey, hold on. The picture that I just saw, was that American bomber or was it a nutrition plane? Yeah? Can you expand on that? Can you expand on that? Yeah, that plane, like, can you tell a story about this plane? Mr. Trump, are you intoxicated? I mean, I'm trying to have a conversation. Can you expand on this plane? Yeah, but I mean, you have this big plane in your living room, and you don't want to tell the story. I mean, normally you're very talkative and you talk a lot, right? I mean, what's Yeah, could it be that you're a little bit self-absorbed? Yeah, are you now in the parallel galaxy for any chance? Or is I not even God? Wow. Ah, you are God. Okay. Damn it. Ja, ich wollte schon sagen, Herr Trump, Sie, glaube ich, brauchen eine Behandlung, also beim Psychologen, weil Sie sind nicht Gott, ja? Also wenn es Gott überhaupt gibt, dann ist es jemand anders. Ich glaube, ich kann es einordnen. Ich habe es ja schon gesagt, dass es ein Flieger war, der die Leute in der DDR mit Nahrung versorgt hat, oder? Oder mit Bomben? Ja, weiß ich nicht. Was heißt Luftbrücke? Du meinst doch die Ostberliner wahrscheinlich, oder? Die Ostberliner. Seitdem bist du Fan von Donald Trump, ja, weil der Donald Trump,
hat sich auch, glaube ich, persönlich dafür eingesetzt, dass Deutschland versorgt wird, oder? Oder war es sein Vater? Donald Trumps Vater war das, Ah ja. ja, genau. Ja, es würde ja zeitlich besser passen, gell? Weil damals war der Trump vielleicht 3 Jahre alt. Da hat er sich noch nicht so für die Ausländer eingesetzt wie jetzt. Naja, okay. Aber was ist dein Tipp? Ich meine, ich habe ja meinen Tipp schon abgegeben. Und dein Tipp? Also ich glaube, jeder, der, ich denke mal, zumindest hier in Deutschland, will jeder, dass Biden das wird. Also das siehst du ja jetzt. Das ist doch so ein Arschloch. Ja, der Jetzt Trump oder der beiden? Ein Trump. Arschloch. Also findest du Trump gut? Ja, du findest ihn doch gut. Du hast eine Maske, du hast letztes Mal schon gesagt, du findest ihn gut. Du hast dir doch auch ein Tattoo machen lassen von Trump. Ja, Mensch, du, weil ich auch. Du warst besoffen, ich weiß, ja. Nein, Aber kannst du dich noch erinnern an das Tattoo? Da haben mich die Leute angesprochen auf der Straße, ja? Und die waren sogar aggressiv, die waren feindselig. Nur weil du ein Tattoo, frisches Tattoo hattest von Trump. Aber jetzt hast du es mit Laser wieder entfernen lassen, weil du hast deine Meinung geändert, oder? sag mal, bist du bescheuert? Wir waren beide besoffen. Wir waren beide Ja, ich besoffen. weiß, dass ich auch besoffen war, aber ich habe mir kein Trump-Tattoo machen Ja, hör doch lassen. mal, das war so eine Art Abziehbild. Ach, das war kein echtes Tattoo. War hier, das war doch hier auf dem Ja, Hals. genau, richtig, richtig. Mann, da waren wir beide besoffen, da waren wir auf irgend so einem Markt. Ich kann mich da nicht mehr erinnern. Ich weiß Oder wir nur, hatten uns tätowiert. dass ich aufgewacht bin und du hattest so ein Trump-Tattoo. Bist doch völlig fertig mit den Nerven. Hör zu, wir waren beide auf dem Markt. Und da war so eine Uhr, ich glaube, die haben das mit so einem Strahler irgendwie gemacht oder so. Und du hast ja auch was auf die Brust machen lassen. Du hast dir was auf die Brust machen Was und ich denn? habe was. Was Und habe ich ich habe mir dir. denn machen lassen? Ich kann mich da nicht erinnern. Ich finde bestimmt noch ein Foto davon. Ja? Ich muss ja. Ja. Okay. Also, Aber weißt du da noch war. ungefähr, was es war? Also, war es eine nackte Frau oder war es Nee, auch glaub was nicht. Politisches oder war das eher? Ich weiß nicht, du, ich guck mal meine Fotos durch. Ich finde das noch. Ich schick dir das. Okay, cool. Ja. Also es war ein lustiger Abend da auf diesem Jahrmarkt oder was das da war. Okay, ja. Ja, Und jetzt gut. sind wir Schön, dass du beide. dich noch erinnern kannst. Ja. Ja, du. Komisch, ne? Meistens ist es umgedreht. Du bist mit stolz geschwellter Brust und offenes Hemd mit deiner Tätowierung durch die Stadt gelaufen. Ja. Und ich mit meinem fetten Donald Trump da drauf. Ich kann mich erinnern, dass Leute aggressiv waren. Die haben dich ja angesprochen, oder? Und gesagt, hey, was bist denn du für ein Arschloch? Ja, weil die haben echt gemeint, du bist ein Trump-Supporter, weil du schaust ja auch so aus, ja, also du schaust aus wie so ein Rechter, so ein Nazi. Ja, du bist ja die deutsche Version von, wie heißt denn der Engländer nochmal, der so ausschaut wie du? Jason Statham, ja, der ist auch so ein knallharter Typ, ja, der die Leute sofort umhaut auf der Straße, ja. Und du bist ja auch so ein Schlägertyp, ja, auch wenn du heute so super erfolgreich bist und im Vertrieb. Aber weißt du, ein Schlägertyp, der bleibt und Nazi bleibt Nazi. Deswegen hast du ja auch den Trump so lange supportet. Sei doch mal ehrlich. Hör zu, pass auf. Es war so, warum ich die Maske hab, ne? Ich habe normalerweise aus Probe, aber das macht mir irgendwie Spaß. Ich hab mir, als Corona losging, habe ich mir sofort eine Maske über Amazon bestellt mit US-Flagge, ne? Und meine Tochter flippt immer aus, ne? So. Und letztens war ich mit meiner Tochter, die 18-Jährigen, waren wir Wieso so. hast du noch eine andere Tochter? Nein, ich wollte nur jetzt nochmal das Namen, das Alter erwähnen, falls Ach es so, nicht ich hört. dachte, du hast es die 18-Jährige und dann die 8-Jährige mit einer anderen Mutter. Nee, nee, okay. Mit der ich jetzt auch öfter ein Trinken gehe, was richtig Spaß macht übrigens. Du gehst mit deiner Tochter ein Trinken. Also du hast mit deiner Tochter so ein Verhältnis wie der Trump mit der Ivanka. Ich weiß nicht, ob er mit ihr auch saufen geht, aber sie hält genauso Ja, an wie nein, der sauft ja nicht. Der ist ja so schon verhaltensgestört. Ja. sie Aber die trinkt machen, auch. ansonsten machen die alles zusammen, ja. Pass auf, Also es gibt ja auch nein. schon die Theorie, dass die so zusammen ins Bett hüpfen.
Das habe ich jetzt nicht gesagt, dass du mit dir ins Bett hüpfst. Ich meine, das würde ja niemals bringen. Das ist ja, ich meine, das ist ja humorlos. Okay. Die hat Alkohol, die hat ja wahrscheinlich, bei dir ist es eher so anders. Du bist ja Berufsalkoholiker, Vertriebler, ich auch. Und deine Tochter hat ja dann deine Gene übernommen und die sind schon angepasst. Und deswegen ist ja wahrscheinlich eher so, dass sie mit Alkohol keine Probleme hat, aber ohne. Aber die braucht doch auch wie du einen gewissen Grundpegel, oder? Die braucht so wie du auch einen gewissen Pegel. Also bei der ist es so, dass sie ein Papier braucht, um überhaupt ja, in Stimmung zu kommen und mit Leuten zu tun haben. Also bei mir ist es zum Beispiel so und auch bei vielen Teilzeitalkoholikern, die halt einen gewissen Spiegel brauchen, um einfach ja, ein bisschen geschmeidiger drauf zu sein. Ja, ist ja auch ganz logisch. Sie trinkt jeden Tag. Gap hier, Gap hier. Hey, das sind immer diese komischen neumodischen Ausdrücke. In Wirklichkeit heißt es, sie ist arbeitslos, hat keinen Bock nach dem Studium was zu machen, also motivationslos und trödelt ein Jahr einfach nur rum, macht gar nichts. Aber hat einen reichen Vater, also hat sie sich einfach gesagt, hey, ich mache jetzt auf seine Kosten ein bisschen Urlaub, ja, mache eine kleine Weltreise, ja, und dann, wenn ich noch Lust habe, dann mache ich vielleicht irgendwas Berufliches. Okay, also dann ist sie ja zumindest nicht dumm, also dann kann es ja nicht sein, dass sie von dir zu viel Gene hat, dann ist sie wahrscheinlich eher nach der Mutter gekommen, oder? Na, ich sag's jetzt nicht abwertend, aber ich meine, du bist als Maurer aufgewachsen, ja, also und ich als Türsteher. Also wir sind beide, wenn es um Education geht, dann sind wir typische Trump-Voter, ja, theoretisch zumindest, auf der theoretischen Ebene. Halloween-Tattoo. Schon wieder. Ach so. Okay, du hast die gestohlen. Ach so, gekauft. Ich habe verstanden, die hast du irgendwo mitgehen lassen, die. Ach, ich habe jetzt verstanden, du warst bei irgendjemandem in der Wohnung. Ach so, das war im Shop. Ah, okay, ja. Also in Berlin verkaufen die Trump-Masken. Ja, das ist ja lustig. Hätte jetzt nicht gedacht. Ja. Geil. Ja, geil. Was hast du denn zu den Leuten gesagt? Wie angeklatscht? Jesus Christ. Mann, bist du schon besoffen, ey. Du bist ja schlimmer als ich. Du warst angeheitert, also du warst zu wie eine Haubitze wahrscheinlich. Ja, du, also das klingt so, als wenn du so ja, also ja, du trinkst vielleicht ein, zwei Gläschen, ja, aber in Wirklichkeit sind es ja zwei, drei Flaschen in der Stunde, ja, am Abend, ja.
das sowieso, aber man kann nicht mein Ja, Gesicht das verstecken. sowieso, sagt er. Ja? Also du bestreitest es gar nicht, ja, dass du zu viel trinkst. Warte mal, kann ich mein Bildschirm mit dir scheren? Ich Weil verstehe das ich habe nicht. jetzt nämlich im Trinken aufgehört, weil es hat mich zu kaputt gemacht. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich werde dann immer ein bisschen ausfällig, ja. Ich teile dann immer gut aus. Und dann kündigen die Leute mir die Freundschaft, ja. Weil ich halt ich mache da Sachen, an die ich kann mich nicht mehr erinnern. Also ganz, ganz extreme Sachen, ja. Also jetzt meine Freundin zum Beispiel, die hat sich von mir getrennt, weil ich im Vollsuff einen Corona-Scherz gemacht habe, aber der war total unlustig. Und zwar, ich habe ihr geschrieben, ja, hallo, hier ist Krankenhaus so und so, und der Paul. Hä? Ah, du kennst die Geschichte schon. Ah, kann ich mich auch nicht mehr erinnern, ja. Ja, du hast mich auch schon ordentlich zusammengestaucht. Schon mehrmals jetzt. Aber ich habe das dem Suff Was heißt zugeschrieben. angestaucht? Das kann ja nicht sein, ich meine, das bist du ja nicht. Ja, aber schau mal her, du bist ein Zaubreuße, ja? Also eigentlich nicht, aber für mich ist alles nördlich von Nürnberg Preuße, ja? Auch wenn du eher so der Norddeutsche eigentlich bist und der ist ja eigentlich nicht der Preuße, sondern der Berliner im Endeffekt, ja? Aber hier, warum ich das gemacht habe, weil ich habe einen Tag vorher von einem Bayern gesagt bekommen, dass das der Mega-Hit wird, ja? Und ich war halt wie in einer Wolke, ja, oder in einer Blase. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist für mich entscheidend, ob das auch außerhalb von Bayern erfolgreich sein kann, weil sonst einfach lohnt sich das nicht, weil dann einfach zu wenig potenzielle Käufer da sind. Und dann warst du der Erste, der mir eingefallen ist, weil du auch ein bisschen Humor hast, ja. Zumindest wenn du ein paar Flaschen Wein intus hast. Und dann war ich natürlich sehr enttäuscht, dass du das nicht lustig gefunden hast. Vermutlich, vermutlich, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich dich beschimpft hätte. Weil das. Okay. Was heißt volle Pulle? Also du kannst dich also auch nicht erinnern. Also du warst auch besoffen. Dann hast du mich wahrscheinlich provoziert. So muss es gewesen sein. Ja. Es geht an dir vorbei, ja, das bin ich aber froh. Scheiße. Nee. Ich habe immer so Bruchstücke, an die ich mich erinnern kann. Zum Beispiel, als wir in Berlin waren, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein Tattoo hatte an dem Abend. Ich kann mich dann nur am nächsten Tag erinnern. Da bist du aufgestanden und ich hab gedacht, was ist denn das? Was hast denn du da für ein Tattoo? Und dann hast du gesagt, ja, kannst du dich nicht erinnern, wir waren doch da gestern in dem Tattoo-Laden und so weiter. Ja, die spritzen das, also das geht unter die Haut, oder? Ja, okay, also ich werde die Aufnahme hier beenden, weil es ist jetzt uninteressant geworden. Ja, ich habe eigentlich nur aufgenommen wegen Donald Trump. Dann werde ich das mal hier beenden und vielleicht dem einen oder anderen weiterleiten, der auch der Meinung ist, dass es ein Erfolg wird und der wird dich dann auch anrufen und wird dich dann auch beschimpfen. Ist es in Ordnung, wenn ich deine Kontaktdaten weitergebe? Ja?
Ja, zeig's doch direkt am Bildschirm. Okay, dann müssen wir uns das privat anschauen. Also das ist jetzt nichts mehr für die Aufnahme, weil das sind jetzt ganz perverse Sachen, die der da teilt. Ich glaube, das war das, wo du den Buttplug ausgetestet hast, oder? Nein, das können wir nicht bringen. Das schauen ja auch Kinder an. Ja? Nee, so pervers ist kein Schwein. Also das kann man nicht bringen. Ich muss das Video abschalten, das wird sonst zu primitiv. Also ich logge mich jetzt immer schnell aus und ich wünsche Ihnen alles Gute, ja. Und ja, ich hoffe, dass Sie wieder, ja, dass Sie mir nicht übel nehmen, ja, aber das passt schon, habe ich gemerkt. Ja, also Servus, Herr Steffen.